Teil 3: Türen, Fenster. Wir beginnen mit dem Thema Türen und Fenster einsetzen. Sie lernen in dem folgenden Abschnitt den richtigen Umgang mit Türen und Fenster, die unterschiedlichsten Typen und deren Einstellungsmöglichkeiten. Klicken Sie links in der Symbolleiste auf das Türsymbol. Nun erscheint rechts daneben eine Auswahl an verschiedenen Türen. Wählen Sie zum Beispiel die zweite Haustür aus. Sie trägt die Bezeichnung MB Haustür Holz. Klicken Sie mit der rechten Taste nochmal auf das Türsymbol, um die vorher ausgewählte Tür im Eigenschaftsfenster zu bearbeiten. Geben Sie zum Beispiel eine andere Höhe und Breite ein. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie die Tür nun in die Wand einsetzen, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Neben der Was-Leiste erscheint die Wie-Leiste mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Frei positionieren, Abstand frei positionieren oder mittig einsetzen. Wir arbeiten mit der numerischen Eingabe, also klicken Sie auf das zweite Symbol Tür in Abstand positionieren. Als nächstes klicken Sie mit der Maus die gewünschte Wandachse an und ziehen Sie mit der Maus die Richtung, wo die Tür später eingefügt werden soll. Nun muss wieder eine neue Eingabe erfolgen, Abstand zum Referenzpunkt. Um den genauen Abstand von der Wandachse zur Tür festzulegen, tragen Sie 10 für 10 cm ein. Als letztes können Sie jetzt mit dem Mauszeiger die Türöffnung innen, außen und den Anschlag rechts, links definieren. Fahren Sie mit der Maus oben rechts, damit sich die Tür später nach innen zur rechten Innenwand öffnet, und klicken Sie die linke Maustaste. Kommen wir jetzt zu der Fensterfunktion. Sie ist aufgebaut wie das Einsetzen von Türen. Klicken Sie in die Was-Leiste auf das Fenstersymbol und wählen Sie zum Beispiel das Fenster Fenster einfach aus. Auch hier haben Sie drei verschiedene Einsatzmöglichkeiten, wie bei der Tür. Klicken Sie auf das zweite Symbol Fenster in Abstand positionieren. Wählen Sie die Innenseite der rechten Außenwand an und bewegen den Mauszeiger auf die untere Außenwand, wonach er das Fenster ungefähr sitzen soll. Nun wird wieder der gewünschte Abstand zu der rechten Außenwand angezeigt. Geben Sie 100 für einen Meter an. Auch hier können Sie mit der Maus die Öffnung des Fensters bestimmen. Natürlich können Sie auch nachträglich Eigenschaften von Fenster und Türen bearbeiten, indem Sie einfach mit der Maus auf das gewünschte Objekt klicken. Fahren Sie mit der Maus auf das Fenster und machen Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste. Nun öffnet sich ein Eigenschaftsfenster. Auch hier können Sie, wie bei den Türen, die Maße und Brüstungshöhe ändern. Falls Sie weitere Fenster in Ihr neues Haus einsetzen möchten, mit gleichen Werten, klicken Sie auf Als Standard. Nun besitzt das Fenster beim Einfügen immer die voreingestellten Werte. Fügen Sie weitere Fenster und Türen an die gewünschten Stellen in Ihr Haus ein.